habe das Mikrofon ein bisschen anders als die anderen. Aber es macht gar nichts. Macht jetzt also gar nichts. Macht gar nichts? Hey, macht also gar nichts. Macht für einen nichts. Gangolose. Ja, herzlich willkommen zu der allerersten Ausgabe von unserem Podcast Gangolose. Das Podcast für Kreativschaffende, Selbstständige und Content Creator, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Wenn ich sage mir, dann meine ich mich, den Nicola, und zu meiner Rechten sitzt Stella. Und ich bin der Jonas. Yes. Die drei Gangos, oder die zwei Gangos und mal Stella zählen wir auch dazu, oder? Ja, ja, absolut. Sicher. Sicher. Juhui. Ja, Stella, für die, die nicht genau wissen, wer du bist, sag doch ganz schnell, wer du bist und was du da machst. Ich bin Stella und bin überhaupt noch nicht lange bei Gango schauen. Also jetzt schon ein Zeitchen, etwa 2-3 Monate bin ich als Praktikantin. Arbeite ich bei Gango schauen. Das stimmt. Nicola und Jonas. Genau, und Gango schauen, für die, die es nicht wissen, wo uns jetzt hier hören, ohne dass sie uns sonst irgendwie können, was sehr unwahrscheinlich ist, aber falls es jemand wäre, Gango schauen, das ist der Jonas und ich. Wir sind zwei Filmemacher aus Luzern, die seit dem Sommer beide 100% bei Gango schauen oder für Gango schauen arbeiten. Jonas, wer bist du? Ja, ich bin der Jonas, arbeite seit 2016 mit dem Nicola bei Gango schauen. Und ja, bin froh, dass wir zusammen auf den gleichen Zug aufgesprungen sind und die gleiche Idee gehabt haben und jetzt heute zusammen da sind. Und ja, Filmschaffende von Luzern. Genau, und zusammen auf den gleichen Zug aufgesprungen, stimmt wortwörtlich. Stimmt. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Ja, stimmt. Lassen wir noch so im Raum stehen. Zuerst kommt unsere Rubrik «Was schaust», wo wir immer als erstes bei so einem Podcast machen. Aber weil heute alles zum ersten Mal ist, ist das nicht irgendwie etwas, was die Leute wirklich können. Aber «Was schaust» heisst, was hast du innerhalb der letzten Woche konsumiert an Film, Musik, Buch, Fernsehen, Theater, Konzert etc. etc., wo entweder sehr cool war oder vielleicht aber auch gar nicht cool? Ja, ich fange an. Ich habe zwei Sachen miteinander beendet. Und zwar möchte ich zuerst auf ein Buch sprechen, das ich gelesen habe. Und zwar vom Sebastian Fitzek, das neue Buch «Der Insasse». Ich lese eigentlich immer so ein bisschen 4-5 Seiten am Abend im Bett und dann schlafe ich ein. Und beim Fitzek ist es ein bisschen anders. Dort nehme ich wirklich das Buch und bleibe mal eine längere Zeit dran. Und nehme auch mal an einer Nachmittag Zeit, wo ich nicht die Möglichkeit habe, um dann gerade einschlafen. Ja, der Typ begeistert mich. Ich finde es super, wie er Sachen beschreibt. Er war übrigens vor ein paar Wochen in Luzern gewesen. Leider war es ein Ausbuch, wo ich es erfahren habe. Er war im Ibis Hotel gewesen, okay, beim Bourbaki hinten. Leider schon ausgebucht, aber vielleicht gibt es wieder mal eine Gelegenheit, um ihm zuzulassen, wenn er ein bisschen von seinem Buch erzählt. Und ich habe von einem Kollegen... Darf ich noch schnell, um was geht? Ja, das habe ich auch. Das haben wir jetzt über uns schon gelobt, dass der anders geil ist, aber was ist eigentlich? Ja. Jetzt muss ich schnell überlegen. Schon wieder vergessen. Ja, schon wieder vergessen. Aber kein Spoiler. Ja, das ist eben noch schwierig, denn, um nichts zu sagen. Es geht eigentlich um eine Person, die das Kind entführt und ermordet wird. Und die Person geht sich nachher auf die Suche nach dem Entführer. Und spielt nachher in einer Klinik ab, wo der Entführer auch drin ist, in einer psychiatrischen Klinik. Darum der Insasse. Und es passiert Krimi? Auch, ist das so ein Krimi? Ja, es ist eigentlich ein Krimi-Thriller, so ein bisschen in diesem Stil. Und es ist einfach so, wenn du ein Kapitel fertig gelesen hast, dann ist es einfach so, fuck, ich muss das nächste noch weiterlesen, weil es einfach so spannend ist, wie es immer wieder aufhört. Wo man einfach dann noch so einen kleinen Plot-Twist hat oder irgendetwas noch erfährt, wo man dann einfach muss wissen, wie geht es wirklich weiter denn? Und an dieser Story dranbleiben. Also, ich empfehle mal auch, mit seinem Kapitel drin aufzuhören, wenn du wirklich aufhören lesen. Cool. Ja. Und das Zweite, okay, ich habe einen Kollegen, der mir immer wieder Serie empfiehlt. Und er hat mir geschrieben, ich soll die unbedingt schauen. Und ich habe die recht schnell durchgeschaut. Es ist eine deutsche Produktion. Sie heisst Beat. Und ich finde es
auch für eine deutsche Produktion einfach mega gut umgesetzt. Mega gute Schauspieler. Mega coole Thematik, wo sich am Schluss wieder der Kreis schließt zwischen ganz vielen verschiedenen Thematiken. Es geht eigentlich um einen Typ, der betreibt, ist Mitbetreiber von einem Club und dann passieren so ganz viele Sachen mit russischer Mafia, mit Menschenhandel und so weiter. Hey, empfehlenswert, lustig da, der Kollege hat mir geschrieben, etwa 5 Tage später, hey, du hast noch nicht geantwortet, findest du es nicht gut? Ich so, ja, ich habe noch nicht Zeit gehabt, aber ich habe es recht schnell gleich durchgeschaut und habe ihm dann geschrieben, hey, ich habe es mega gut gefunden. Und er war dann auch mega beruhigt gewesen, weil er hat Angst gehabt, dass er mir eine schlechte Empfehlung gemacht hat in einer Serie. Aber ich hatte jetzt im Fall auch echt gerade das Gefühl gehabt, wenn du jetzt auf einem positiven Buch gekommen bist und schon sagst, das ist mega gelobt worden vom Kollegen, hätte ich jetzt fast damit gerechnet, dass du sagst, scheiße. Nein, ich habe es auch mega gut gefunden. Also, ich weiss nicht, wo man es genau schauen kann. Ich hatte die Möglichkeit, das privat zu schauen, über einen Server. Aber wenn ihr irgendwo über Beat rein stolpert, gebt euch eine Folge und vielleicht schaut ihr es ja dann bis zum Schluss fertig. Nice. Mhm. Ist das alles von dir? Ja, zwei Sachen. Sehr, sehr es gibt viel. Natürlich noch mehr, aber das ist alles für einen Moment, ja. Ich komme im Moment gerade nicht dazu, zum eine Serie zu schauen. Mhm. Ich weiß auch nicht. Wenn ich heimkomme, dann bin ich irgendwie noch so ein bisschen aufgepusht vom Arbeiten und ich schaffe es dann nicht, mich auch nicht zu setzen und eine Serie zu schauen. Und bin dann halt meistens auf YouTube und schaue dort Vlogs von anderen YouTubern und so. Und ich habe halt eben das Game gekauft und bin im Moment nur am Red Dead Redemption Game und bin dort anders Fan, aber wie etwa jeder da auf dem Stock, wo es auch spielt. Ja, wenn man nicht so gamed hat oder nicht so Gamer ist, dann ist es nicht so spannend, aber ich habe letztens einen Artikel gelesen, ob Red Dead Redemption vielleicht sogar oder ob so Games wie Red Dead Redemption das Potenzial haben, um vielleicht Film zu ersetzen, weil es eigentlich wie eine Art ein Film ist. Es ist so gut gemacht und so gute Zwischensequenzen, aber du kannst noch Einfluss nehmen auf Geschichte. Und das finde ich eigentlich schon etwas Spannendes, dass du dann kannst, dass du ein Teil bist von einem Film, der abspielt. Und es geht sehr schnell und dann bist du einfach 4 Stunden am Gamen gewesen. Die Zeit vergeht anders schnell. Ja, und dann, abgesehen von dem, halt noch das Konzert, wo wir zusammengegangen sind, letzten Freitag. Stimmt. Konzert, Siedertaufe von Tobi Gmühe in der Schür. Mhm. Huere gut gsi. Ja, ist mega leider cool. Nicht ganz so viele Leute gehabt. Also, es war easy Gefühl gewesen, aber hat jetzt schon noch 2-3 Leute mehr Platz gehabt. Ja. Vor allem oben ist halt der Raum schon gross. Riesig, ein paar wenige, ja. Also, wenn es nicht magst füllen, dann sieht es leer. Aber es hat schon genug Leute gehabt, gleich. Ja, ja. Und es war wieder mal Weltklasse, ihm zuzulassen. Ich habe noch, wir haben noch Fotos gemacht, ich habe ihm die noch geschickt. Ich habe noch ein paar schöne Sätze geschrieben. Einfach, für mich ist es so, wenn ich vor der Bühne stehe, der drauf steht, ist es einfach so. Einfach seine Texte, einfach wie er sich geht als Person, sein Sein, das lenkt mir schon. Und ich finde es Weltklasse, was er macht im Mundartbereich. Mhm. Super, wirklich. Da haben wir dann voll zwei richtige Fanboys. He? Ja, der Claude müsste jetzt da sein. ja, ich finde ihn auch super, ja, auf jeden Fall. Aber irgendwie ist es lustig, ich finde seine Texte gut. Mhm. Und irgendwie kommt er nicht die Aufmerksamkeit über, die ich finde, die er müsste haben. Finde ich auch. Aber irgendwie schafft er das nicht, die zu holen. Schon seit Jahren. Mhm. National. Ich meine, Luzern könnte wahrscheinlich etwa jeden, aber das eine. Ihr außer Stella. Außer Stella. Stella, wie war für dich das Konzert? Das Konzert, das habe ich cool. Also, es hat mir mega gefallen, so musikalisch. Aber eben, ich kenne ihn eigentlich nicht. Also, seine Musik, besser gesagt, kenne ich nicht. Darum mal cool gewesen. Ich gehe sowieso mega gerne an Konzerte, wo ich eigentlich Künstler gar nicht unbedingt immer kenne. Sondern sie eigentlich durch das Konzert und so kennenlernen. Je nachdem habe ich auch schon mega, mega coole Bands so gefunden, die mir wirklich gefallen. Aber eben, was ich noch letzte Woche geschaut habe. Ja, natürlich. Ich habe diese Woche gerade eine Serie fertig geschaut. Und die heisst Travelers.
Dort geht es eigentlich um Zeitreisen, kann man ja, das kann man schon verraten. Und es ist halt jetzt schon die dritte Season gewesen. Und ja, ich glaube, es ist noch schwierig, zum die Geschichte zu erzählen, ohne dass gerade die ganze Geschichte verraten ist. es geht auf jeden Fall einfach um so ein Team. Es sind 5 Leute, die eigentlich von der Zukunft ins 21. Jahrhundert kommen. Und die bekommen wie so immer so Missions, so Aufträge, die sie dann lösen müssen. Und das hat dann immer logischerweise Ausschlag für die Zukunft, wo sie eigentlich davon kommen. Und ich finde den Film, also nein, nicht den Film, sondern die Serie recht cool. Aus dem Grund, weil ich allgemein so halt futuristisches Zeug feiere ich irgendwie mega. Alles, was das so ein bisschen gewusst. Alles, was ein bisschen abgespaced ist. Aber da gibt es noch eins zu empfehlen. Finde ich mega spannend. Mhm. Und gestern habe ich noch ein Buch angefangen, nicht ein Buch, also kein Literaturbuch, sondern ich habe mir ein Buch gekauft über Schwarz-Weiß-Fotografie. Und das finde ich gerade am büffeln. Ja. Voll geil. Spannend. Schwarz-Weiß digital oder analog? Oder beides, oder kommt grundsätzlich nicht darauf ab, aber es geht eben eigentlich auch darum, dass digital gerade so gut kannst Schwarz-Weiß fotografieren. Also das heisst eigentlich, dass du eigentlich auch schon im Vorhinein mit einer Digitalkamera schwarz-weiß Bilder kannst machen. Also du nimmst sie schon farbig auf, aber du musst schon dann, müsste eigentlich schon der Gedanke da sein, dass du das Bild in schwarz-weiß willst. Weil du, ja, es geht eigentlich darum, du denkst in schwarz-weiß und fotografierst dann so. Du hast da gerade, wenn du lesest, das gerade umsetzen mit der Kamera? Oder lesest du es zuerst mal und nein, dann probierst du es aus? Ich bin eigentlich die zuerst in der Liste im Buch sitzt. Und es hat was mega cool ist, es hat mega viele Fotografien halt auch in dem Buch. Und du siehst auch immer, je nachdem, wenn irgendwie ein Belichtungsthema ist, dann siehst du auch wirklich so die Fotos. Und das sind, unter den Fotos stehen immer so ganz viele Informationen, auch Brennweite. Also du hast nachher mega viele Infos, eigentlich wie das Foto entstanden ist. Und so Sachen finde ich halt irgendwie auch, also mich persönlich interessiert das. Ich finde es spannend, um nicht nur das Foto anzuschauen, sondern auch zu sehen, was Technik dahinter war. Und dann vielleicht eben ist das auch ein Anputsch nachher für die eigenen Fotos, die man geht, dann anschliessend später mal machen. Wie sieht es aus mit Filmen in Schwarz-Weiß? Das steht leider nicht im Buch. aber nein, ich nehme an, das sind recht ähnliche Voraussetzungen. Wenn du weißt, dass von Anfang an sollte schwarz-weiß sein, dann machst du dir ganz andere Gedanken wie farblich. Also ich habe das Gefühl, so Kontrast spielt eine viel größere Rolle. Du schaust halt mehr, dass halt mehr weiße und dunkle Fläche hast und nicht alles im Graubereich ist, weil sonst sieht es recht schnell langweilig aus. Mhm. Ja. Das ist noch spannend. Schwarz-Weiß-Fotos mache ich eigentlich nie. Also ja, erstens mache ich Fotos gar nicht in Schwarz-Weiß, aber ich tue es nachher auch nicht in Schwarz-Weiß dann bearbeiten. Außer ein paar Fotos beim Drehen mit der Fiona. Aber sonst eigentlich nicht. Ich vergesse das immer ein bisschen. Ich habe manchmal Ich habe das Gefühl, viele Leute stempeln es eben so ein als einfachere Fotografie ab. Aber also rein, was ich persönlich das Gefühl habe, nur schon jetzt, als ich das Buch angefangen habe, es ist gar nicht so, man muss einfach wirklich, man schaut ganz anders die Sachen an. Also es ist eigentlich mehr ja, die Einstellung, die du hast nachher zu dem, was zum Bild. Vor allem, ich glaube, das Licht ist nochmal viel entscheidender. Eben, man stempelt es so ab, weil man halt, ja, Mischlicht und so, egal. Ich muss ja nachher kein Weiß abgleichen oder irgendetwas machen. Ich habe einfach einen Schwarz-Weiß-Filter drauf und dann sieht man ja keine Farbe mehr. Aber ich glaube, vor allem das Wichtigste ist dann das Licht, was er eben macht. Dramatisch irgendwie. Es ist harte Übergänge drin und es wirkt halt bei Schwarz-Weiß nochmal viel anders, als wenn du farbige Fotos hast. Mhm. Ja. Und darum, das finde ich mega spannend, dass du sagst, dass vor allem schon beim Fotos musst du überlegen, hey, ja, ich will es in Schwarz-Weiß nachher rausgeben. Das macht einen riesen Unterschied. Ja. Ja.
Ja, ich bin gespannt auf Ergebnis. Ja. Sag mal etwas. Ja. Da gehen reden kann natürlich jeder, aber. Natürlich. Liefern mal. Zuerst wird noch das Buch fertig gelesen. Ah, so ist gut. Ich gemeint, du wolltest sagen, zuerst wird noch das Buch geschrieben. Gerade ein bisschen Vorgabe. Ja, haben Sie sonst noch Sachen, die ihr loswerden müsst, was ihr gesehen habt, gelost habt, konsumiert habt diese Woche? Ja, loswerden nicht. Noch schnell zu dir, eben, dass du sagst, gehst du mal an ein Konzert, obwohl du den Künstler nicht kennst. Ich finde das super im Fall. Der Nicola organisiert das Terror Worst Bands Festival und ich bin vorletztes Jahr, wo es noch wirklich über eine Woche oder über zwei Wochen, jeden Abend in irgendwelchen Beizli in Luzern Konzert waren, bin ich einfach mal gegangen und ich habe noch Kollegen mitgenommen. Und die Kollegen waren nachher auch hell begeistert und haben gesagt, ey, ich hatte jetzt so schöne zwei Stunden gehabt, obwohl ich nicht gewusst habe, auf was ich mich einlasse. Ich meine, es kann immer sein, dass es dir nicht gefällt, aber ich finde viel mehr, dass man nicht so immer alles muss wissen, wie es genau rauskommt, sondern einfach mal gehen und sich auf etwas einlassen. Und wenn es halt nicht gut ist, dann ziehen. Man kann immer irgendetwas Positives daraus rausziehen. Und finde ich schön, eben, dass du sagst, ey, einfach mal gehen und sich auf etwas einlassen, ohne vorher alle Alben durchgelassen haben. Ja, wenn es mir dann nicht gefällt, du, dann sind es zwei verlorene Stunden. Ich kann auch viel mehr enttäuscht sein, wenn man den Künstler mega gut kennt und eben alle Alben in- und auswendig hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man enttäuscht rausläuft, viel grösser, weil man Erwartungen hat, wo dieser Song will ich, dass er spielt, das soll er machen, das, das, das. Und so, wenn du eigentlich gar nicht kannst voreingenommen sein kannst, kannst du gar nicht enttäuscht werden. Und einfach auch zum Teil das Live einfach noch so viel cooler ist als auf dem Album. Ist das auch adaptierbar auf andere Medien, wie Film oder so? Ich habe mir jetzt gerade überlegt, aber andererseits dann wieder, wie viel Film gehe ich schauen, ohne dass ich nicht ein bisschen etwas darüber weiss. Meistens gehe ich dann ins Kino einen Film schauen, wo ich eh schon weiss, das ist der Mission Impossible 27 und ich habe schon alle anderen vorher gesehen, ich weiss, um was das geht, aber einfach mal ins Bourbaki und in den Kinosaal sitzen von einem Film, wo ich eigentlich vorher nichts darüber weiss, das mache ich eigentlich nicht. Nein, wieso machen wir das? Machen. Ja, wieso machen wir das? Also, ist eine gute Frage, wir haben es eigentlich gemacht in Locarno. Ich wollte sagen, ja. Dort ist halt auch, dort hast du eh gezahlt für den ganzen Tag und es läuft etwas, also gehst mal schauen und so, aber dass du es gezielt auch mal mit dem Kino machst oder mit dem Theater von mir oder so. Das machst du irgendwie nicht. Ich mache es nicht oft, aber ich würde sagen, ich mache es mehr aus dem Grund, nicht weil ich es will, sondern halt vor der Schule früher sind wir halt ab und zu auch einfach ins Bourbaki mal einen Film schauen. Mhm. Aber auch, bist du auch wieder quasi wie gezwungen? Ja, gewesen. Oder Theater kenne ich auch, gehe ich oft zum Beispiel mit meiner Mami mit oder so. Da habe ich auch nicht grosse Ahnung. Mhm. Also es kommt schon vor, dass ich gar nicht weiss, was mich genau erwartet. Ja, müssen wir vielleicht mehr machen? Absolut, ja. Halt mal ein Genre wählen im Kino, wo man halt sonst nicht würde schauen und halt einfach gehen. Mhm. Also in Locarno sind wir nicht mega oft enttäuscht worden. Nein. Es hat schon Sachen gegeben, weiss ja noch, die uns nicht mega gefallen haben. Ja. Aber wir konnten gleich darüber reden und auch dort etwas daraus rausziehen. Mhm. Und, ja. Was wäre ein Genre, das du nicht würdest schauen? Ich komme gar keinen Sinn. Oder wo du nicht gehst normalerweise? Gibt es so Hate-Genres für euch? Horror, irgendwie. Ja, auch. Horror vor Horror. Horror ja, Horror mag ich auch nicht, ja. Und ich glaube wirklich so Liebeskomödien, so ein bisschen. Würde ich jetzt nicht schauen ins Kino. Würde ich vielleicht dann daheim schauen, aber ins Kino für das würde ich nicht. Ist auch keine auf deiner Top 5 Liste, wo du uns vorgängig zugesteckt hast, wo wir nachher dann auch noch drauf kommen. ja, ich würde gerne dann einen Schritt weitergehen und jetzt, wo wir darüber geredet haben, was wir alles konsumiert haben in der letzten Woche, ein bisschen weiter zurückschauen als nur letzte Woche. Und mich würde es wundern, wie sind ihr zu dem Metier-Film gekommen? Ich? Ist das etwas, das euch schon das ganze Leben begleitet? Oder ist das etwas Spontanes, wo erst in den letzten paar Jahren aufgekommen ist, das Interesse am Film? Soll ich fang doch du mal an. Erzähl doch mal, wie du zu dem Ganzen gekommen bist. Was ist so die allererste Erinnerung, wo du dich magst daran erinnern, die Zug hat zu dem? Ich weiss nicht, ob ich vielleicht sogar ein bisschen früher wie Film soll ausholen soll. Bei mir ist recht, also schon seit ich... Ja, sagen wir,
seitdem ich langsam vom Kind zum Jugendlichen geworden bin oder also werde. Also vorletztes Jahr. Also noch nicht mal so lange her, gestern. Habe ich halt einfach immer schon mega das Interesse gehabt, so selber gestalten, selber machen, selber halt etwas kreieren und also auch mit der eigenen Hand irgendwie ist mir das recht wichtig gewesen. Und ich habe auch schon wirklich seit eh und je gern gemalt, immer gern Stift in der Hand gehabt. Und dann ist es so eigentlich langsam dann zum Fotografieren gegangen. Halt, ich bin nie die gewesen, die extrem überall, immer, zu jeder Zeit eine Kamera parat hat. Aber ich mir gerne Zeit genommen habe, mal so einen Samstagnachmittag irgendwie einfach, oder an Anlässen dann doch, wenn man irgendwie mein Vater Geburtstag hatte oder Leute gekommen sind, dann habe ich gerne einfach auch fotografieren, mal versucht, irgendwie coole Fotos zu machen. Und so am Samstagnachmittag, so hat es eigentlich angefangen, oder am Sonntagnachmittag, wenn schön Wetter war, bin ich mit meiner Kamera im Garten und habe von Blumen, Insekten und halt alles eher so Makroaufnahmen halt so von Föteln. Was war es für eine Kamera gewesen, weißt du das noch? Ganz am Anfang war es eine Kompaktkamera, wo ich zur Weihnachten dazu mal bekommen habe. Also nicht so eine spezielle, recht simpel, recht einfach. Und wirklich mit der habe ich dann angefangen so Föteln. Im Garten eigentlich, ja. Und es hat mir mega Spass gemacht. Und dann ist dann eigentlich meine erste Spiegelreflex gekommen. Und habe ich logischerweise, das ist immer noch meine Kamera momentan, jetzt ist die nächste in Planung. Und ich mich noch nicht genau entscheiden habe, welche es jetzt werden soll. Ja. Fuji. Hört ihr das? Nein, ich habe etwas gehört. Was? Rauscht da etwas? Rauscht da etwas? ja, nachher war es eigentlich Foti gewesen und zum Film bin ich eigentlich mehr, also nachher, ist eine gute Frage, irgendwie fragt man sich halt, was macht man gerne, was hat man Freude und ich finde, Fotografie finde ich eben mega cool, aber ich könnte mir auch nie vorstellen, eben Fotografie studieren könnte man wahrscheinlich, aber es macht für mich nicht so viel Sinn. Ich finde, so Film hat einfach mehr Potenzial, um technisch auch viel zu lernen und weiterzukommen. Die Kamera ist in dem Sinn viel, also kreativer im Sinn von, es ist mega abhängig. Halt, man kann nicht viel lernen, sondern du machst die Fotos auf deine Art und Weise irgendwie. Wie du natürlich auch deine Filme auf deine Art und Weise machst, aber ich habe das Gefühl, rein auch so, beim Filmen wird man ja noch eine Geschichte erzählen. Wenn ein Foto eine Geschichte erzählt, umso cooler. Aber beim Filmen geht es ja primär auch um Geschichte oder um etwas zu zeigen. Das hat mich dann halt auch mega interessiert. Und darum ist es dann zum Film gekommen. Und darum habe ich mich halt hier beworben. Und jetzt sitze ich hier mit euch am Tisch. Glück für uns. Glück für uns. Du hast Kante gemacht im Musik oder im APG? Im Musik. Und hast du dort auch irgendeinen Schwerpunkt in die Richtung etwas denn? Schwerpunkt hatte ich ganz anders, Wirtschaft und Recht, aber Ergänzungsfach hatte ich BG. Also ich bin allgemein mega geteilte Persönlichkeit, wenn man das so mal sagen kann. Also ich habe mega gerne über das Kreative, das selber machen. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch mega die so Vernunft, also Vernunft oder Verstand ist mir auch mega wichtig, also Naturwissenschaften, bin ich auch gerade so Feuer und Flamme damit. So mit, das kommt man auch mal mit über, wenn es darum geht, ob jetzt Zitronensäure eine Säure ist oder etwas Basisches. Ja, genau. Und die Plan nach Gang schauen, sieht dann wie aus? Momentan, also sicher fange ich im Sommer mit dem Vorkurs. Also so sicher ist das noch nicht. Aber so sicher ist das. Ich wäre einmal angenommen, wenn nichts sabotiert wird. Schauen wir noch. in Zürich an der Zürcher Kunst. Nein. Hochschule der Künste. Ja, genau.
Zürcher Hochschule der Künste bin ich angenommen für den Vorkurs, ein halbes Jahr. Und das wäre eigentlich so mein erster Schritt, der fix schon irgendwie so ein bisschen ist. Und nachher ist eben die Frage, was nachher folgt. Bestenfalls ein Studium, je nachdem. Ich bin nicht so ein entscheidungsfreudiger Mensch, je nach dem Film. Vielleicht wird es auch mehr Grafik. Hey, ich weiss es in dem Sinne noch nicht. Ich lasse mir immer mega möglichst lang alle Türen offen. Mhm. Aber es wäre natürlich mega cool, geht es in die Richtung. Das andere Ding ist natürlich auch immer noch, ob es klappt, wird man angenommen. Das sind halt auch immer noch so Fragen. Ja, aber ich meine eben, wenn ich jetzt irgendwie auch das Gefühl habe, hey, nach dem Vorkurs, ich weiss doch nicht, ob ich voll die Schiene fahren will, habe ich das Gefühl, habe ich schon jetzt mega viel gelernt und das wird ja immer bei mir bleiben, egal was kommt. Also ich meine, sagt dir nachher niemand mehr, Stella, du darfst nicht mehr föteln, weil du nicht da studierst. Voll. Ja, dort stellt sich mir eben die Frage, wieso machst du überhaupt ein Studium? Oder wäre es auch eine Möglichkeit, ohne Studium trotzdem die Leidenschaft können zu machen? Das bin ich mir ehrlich gesagt, seitdem ich hier angefangen habe, habe ich recht am Überlegen, ob ich, also eben den Vorkurs werde ich sicher machen, aber ob ich nachher wirklich studiere in diesem Bereich, das habe ich mich wirklich auch gefragt. Oder ob ich wie sage, hey, studiere, kann ich Physik und nebenbei mache ich filme ich und fotografiere ich. Und bekomme vielleicht auch so kleine Aufträge, Jobs und mache es noch halt auch für mich, so einfach nur für meinen eigenen Zweck. Ich weiss, das weiss ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau. Ich will mir möglichst lange alle Türen immer offen behalten, aber ich sehe beides mega als Möglichkeit. Also ich kann es wie momentan, ich kann mich nicht festlegen, ich finde beides cool. Ist auch recht. Ich finde beides cool. Ja. Spannend, weil gerade wir zwei haben ja eigentlich einen anderen Weg gewählt als eben der über das Studium. Willst du oder soll ich? Hey, doch du. Also. ja, ich mag mich einfach noch zurückerinnern, dass vor allem mein Vater hat auch mega gerne Film, aber einfach als Konsument. Und er ist auch ein Sammler. Also ich mag mich einfach noch zurückerinnern an die Kindheit, wo wir unter dem Fernseher so zwei Schubladen hatten und die waren auch voll mit so grossen VHS-Kassetten, wo jenste Klassiker aus der Filmgeschichte aufgenommen waren, wo mein Vater wahrscheinlich uns im Fernsehen kam, aufgenommen hat. Und dann später, es hat auch ein paar gekaufte Videokassetten gehabt, aber gar nicht so viel. Und dann später, als die DVDs gekommen sind, ist dann die Sammlung auch wieder ein bisschen grösser geworden. Oder Sachen, die er aufgenommen hat, hat er dann noch als DVD gekauft und so. Und ich mag mich auch noch erinnern, dass ich relativ häufig dann mit ihm zusammen einfach einen Film geschaut habe am Abend. Also ich habe gesagt, komm jetzt, das ist noch ein guter Film, den schauen wir jetzt mal. Und dann halt Filme, die ich dann irgendwie nicht geschaut habe, mit, was auch nicht, 12, hat mich wahrscheinlich nicht irgendeinen Kubrick oder so nicht so interessiert gehabt. Aber dass man halt dann mal 2001 oder so geschaut hat und dann so irgendwie gemerkt hat, ah, ist das noch cool, auch wenn es nicht Jim Carrey oder Will Smith oder was denn dort halt gerade so aktuell war und lustig und Explosionen und so, sondern wenn es auch mal sonst etwas ist. Und dann hat mich das irgendwie anfangen interessieren. Und ich mag mich dann auch erinnern, dass jemand mit, wo wir in der Säcke waren, hat die Mutter von einem guten Kollegen von mir hat so einen Panasonic Digitalkamera gekauft, wo man die Mini-DV-Kassette drin hat. Mit etwa wahrscheinlich 50-fach digital Zoom oder so. Und im besten Fall, also auch nicht, 27 oder so Auflösung. Und ja, und dann hat es irgendwie angefangen. Weil dann war halt auch noch gerade so, gewesen, dass etwa wahrscheinlich jeder Bub in diesem Alter Jackass anders gefeiert hat. Was ist das? Also ernsthaft. Ernsthaft?
Also, das ist die beste Fernsehserie, die es je gegeben hat. Johnny Knoxville. Johnny Knoxville, Dan Margera. Wann war das etwa? So. Ja, was war das? Vor, als ich 16, als wir 16 waren, plus ja, minus, oder? Nach den 2000er, irgendwie. Ja, ja, da war ich eben noch etwa 5 gsi. Jackass war es. Kindsköpfe, etwa, was auch nicht, zwischen 20 oder 30, und da so rum, haben irrsinnige Stunts gemacht und gefährliche Sachen. Also man kann einfach, die haben einfach nur Scheiß gemacht. Die haben einfach nur Scheiß gemacht. Und haben das einfach gefilmt. Eigentlich, ja. Wahrscheinlich, wenn es jetzt gäbe, wäre es eine YouTube-Serie, wäre es ein Channel. Und dort ist das einfach irgendwie noch nicht so gewesen mit YouTube und dann ist es halt auf MTV gelaufen. Und dann ist alles auch nicht. Drei so Stunden MTV. Am Stück ist einfach Jackass gekommen. Und also als pubentierender Typ findest du das einfach das Coolste, wenn einer irgendwo runterkommt und sich im besten Fall noch weh macht und noch irgendeinen Ball in die Eier bekommt. Mhm. Und dann ist es einfach lustig. Und dann machst du das einfach nachher. Und dann haben wir halt. Und dann haben wir halt die Cam vom Mami vom Jodok. Und dann. Wie hat es euch geheissen? Wir haben es nämlich auch gemacht. Wir haben es auch gemacht. Wir haben einen eigenen Namen. Bei uns hat es Insane geheissen. Wow! Unsere hat Peanuts geheissen. Peanuts! Peanuts! Es gibt sogar noch Aufnahmen, die habe ich noch. Ja, wir sind auch. Und dann machst du eben Scheiß. Kommst du in Gebüsch rein, stürchelst über einen Hag rein. Fahrst mit einem Scooter so einen Hang drauf. Ja. Und möglichst einfach immer, dass du noch umkehrst. Möglichst, dass jemand umkehrt. Ja. Einfach so. Oder wir haben morgen mal einen Kollegen, wo wir Frühstunde hatten, bevor wir. Es hat um 7:30 in die Schule angefangen. Dann sind wir extra um 6:30 aufgestanden und haben ihn abpasst vor dem Hauseingang und dann irgendwie mit der Gotcha angegriffen und Wasserballon angegriffen. Einfach so scheiße und immer gefilmt. Aber ja, wir haben halt keine Plattform gehabt, um das irgendwo aufzuladen. Mhm. Also haben wir es einfach für uns gefilmt und dann bei uns daheim auf dem Fernseher die Kamera direkt angeschlossen am Fernseher und dann das geschaut und zu das Geilste gefunden ever. So. Mhm. Und dann, aus dem raus haben wir einfach die Cam gehabt und die haben wir dann sehr viel gebraucht. Und haben dann das erste scriptete Ding, das wir gemacht haben, wo wir auch in den Sack mussten. Im Deutsch so das Thema gewesen, jeder hat eine Woche und du musst die Zeitung lesen und dann musst du das, was passiert ist in dieser Woche, zusammenfassen und einen kleinen Vortrag halten. So. Und wir haben dann halt eine Tagesschau daraus gemacht und haben dann halt angefangen, Szenen nachzuspielen, was passiert ist in dieser Woche und dann am Schluss im Vortrag all das nachher auf die Videokassette überspielt und die Videokassette mitgenommen in die Schule und dann das dort abgelassen. Dort, auch dort schon recht kreativ gewesen, haben wir extra das Tagesschau-Intro aufgenommen am Fernsehen auf Kassette und nachher bin ich vor dem Fernseher gesessen und wir haben hinten dran wieder von dieser Videokassette halt das Intro ablaufen lassen und haben das gefilmt, dass wir im Hintergrund das Tagesschau-Intro hatten und dann irgendwie eine Klarsichtfolie über den Fernseher gehängt und dann das Bild pausiert und Sachen durchstrichen auf dem Fernseher auf dieser Folie und so. Und dann geschnitten haben wir einfach alles von der Cam direkt auf die Videokassette aufgenommen wieder. Das war eigentlich unser Schnittding. Also wie geschnitten? Ja, wir haben nicht können schneiden, wir haben kein PC-Programm gehabt. Wir haben einfach aufgenommen auf Kassette. Also wir haben zuerst die Szene 1:1 aufgespielt auf Kassette und dann auf der Kamera wieder vorwärts gespult bis zu dem Take, den wir dann können brauchen und dann das wieder aufgenommen als nächstes, auf das es nachher einfach alles eine Sequenz gehabt. So halt, ja. Und dann aus dem raus haben wir die Cam gehabt und dann halt so der erste Auftrag in dem Sinn, einfach, wo ich etwas gefilmt habe, was nicht für mich war, ist, wo mein Götti geheiratet hat und dann habe ich einfach das Hochzeitsvideo gemacht für ihn. Mit irgendwie 17, halt dann noch mit dieser Cam. Und dann hatte ich aber schon ein Schneidprogramm und dann habe ich angefangen, Ferienvideos für meine Eltern zu schneiden, wenn wir zusammen in die Ferien gegangen sind. Und dann für die Band, eigentlich das, was wir jetzt machen, mit Gangen schauen, den Vlog, haben wir dann auch gemacht gehabt, mit Abin Kuba. Einfach hat es nie irgendjemand gesehen. Wir haben es einfach aufgenommen, ich habe es geschnitten und wir haben es wieder am Fernsehen beim Kollegen daheim geschaut. Und es hat nie irgendjemand sonst gesehen. Aber eigentlich war es auch ein Vlog gewesen. So, immer gefilmt und dann plötzlich habe ich mal eine Pause gemacht. Ich weiß nicht warum, ich hatte keine Zeit mehr gehabt. Und dann war der nächste Anlass, wo ich wieder etwas filmen musste, wo ich dann schon gearbeitet habe als Lehrer an der Schule. Da gibt es immer einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, bin ich ganz sicher, Tag der aufgeschlossenen Volksschule, wo
die Schulen offen sind und die Eltern können vorbeikommen und schauen, was die Kinder machen. Und dort haben wir irgendwie so ein Beizli gehabt. Und die Schulleitung hat gesagt, komm, wir machen doch dort ein paar Videos, dass die Eltern schauen können, was passiert im Schulzimmer. Und ich bin dort kurz darauf runter, dann ego verreisen und haben wir ein Fotoapparat gekauft für die Reise. Und danach gesagt, komm, das ist doch jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit, um mal wieder ein Cam kaufen, wo ich filmen kann, weil dann kann ich das Film machen für die Schule. Und nachher kann ich die mitnehmen, um zu reisen und dann kann ich ein easy Ferien wieder machen. Dann habe ich die Canon 60D gekauft. Und dann sind die Videos irgendwie all gut angekommen. Und ich habe angefangen, wieder mal ein Hochzeitsvideo zu machen. Und dann über meinen Schwiegerpapi habe ich mal einen Auftrag gehabt, um etwas zu filmen. Und immer ein bisschen so. Und danach dachte ich, ja, das ist eigentlich noch cool. Komm, ich bewerbe mich doch mal als Freelancer auf ein Inserat, das ausgeschrieben war von 110. Wo jemanden gesucht haben, der am Gurtenfestival für sie im Auftrag von ihnen für Viva Con Agua ein Festivalvideo macht. Ich bin völlig spontan mich bei Maurin vorstellen, bin nachher ans Gurten gegangen, habe dort gefilmt und dann bin ich im Jonas übergelaufen. Hast du das ganze Like gemacht dort am Gurtenfestival? Oder? Ja, also gefilmt, glaube ich schon. Ja. Maurin ist nicht dabei gewesen. Der Maurin ist nicht dabei gewesen, als ich dabei war, ja. Aber er ist, glaube ich, am Tag vorher gewesen und hat mir Cam übergeben oder irgendwie so, oder der Festival passt, bin ich gar nicht sicher. Wir haben uns kurz gesehen, aber ich glaube, er ist gerade am Gehen gewesen, okay. Ich am Kommen, irgendwie so. Mhm. Ja, dann bin ich dort am Filmen gewesen und dann habe ich den Jonas kennengelernt, der zufälligerweise auch dort gewesen ist. Oder wie zufällig. Er war auch dort gewesen. Hat gesagt, geile Cam, die habe ich auch. Wir haben miteinander geredet und dann herausgefunden, dass wir beide am nächsten Tag auf Luzern mit dem Zug. Wir haben im Zug weiter über das Filmen, eigentlich nonstop über das Cam und über Cam geredet und über das Filmen. Also sogar schon dem Abend sind wir zurück. Ja, es war so, du hast Zivilschutz gehabt, irgendeinen Zivildienst. Du musst den Sandsack umbiegen. Ja, genau. Am Samstagabend. Du warst am Samstag am Filmen, bist auf Luzern. Ich bin erst am Sonntag ans Gurten gekommen. Es hat gerade runtergepisst, ich weiss noch. Darum bist du wahrscheinlich auch Sandsack kommen anbiegen. Ja, wahrscheinlich. Dann bist du am Sonntag nochmal gekommen. Wir haben uns eigentlich dort am Mittag getroffen und 6-7 Stunden später sind wir schon zusammen im Zug gesessen. Im Zug. Im Zug. Von Bern auf Luzern mit einer dritten Person. Und wir haben aber einfach über das Film und über unsere Kameras und über Projekte geredet. Beziehungsweise du hast schon einiges gemacht gehabt. Und hast mich dann gefragt, ob ich dich wirklich unterstützen würde. Genau. Und dann den ersten Auftrag, den ich hatte, habe ich den Jonas mitgenommen. Mhm. Und dann hat das irgendwie so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, komm, das ist irgendwie doof, wenn wir das beide alleine machen, wir machen das zusammen. Und dann haben wir das auch nicht. Innerhalb von kürzester Zeit Gangaluga gegründet und sie dann zusammen gemacht. Also ich meine, wo wir die Firma gegründet haben, haben wir uns etwa ein halbes Jahr gekannt. Ja. Oder so. Was? Ja. Nein, wir kennen dich schon. Relativ spannend ja, gewesen, alles. So läuft es manchmal. Ja. Umso schöner, ja. Und dann habe ich immer weniger als Lehrer gearbeitet, immer mehr für Gango schauen. Und jetzt, seit dem Sommer, nur noch Gango schauen. Mhm. Und ein bisschen etwas als Lehrer. That's the story. Mhm. Ich finde es spannend, dass du da früher mit den, weißt schon geschnitten, mit noch Videobändchen und so, das ist legendär. Ja, da hole ich auch mal aus, wo ich angefangen habe. Ehrlich gesagt, während meiner Kindheit habe ich mit Film und Kamera und so weiter eigentlich nichts zu tun gehabt. Wir hatten einen Kollegen, der hatte eine Videokamera, aber der hat immer selber gefilmt. Und eben haben wir Peanuts, also unser Jackass, gefilmt. Es wäre legendär, wenn wir noch Aufnahmen finden würden. Ich behaupte, der hat im Fall noch. Müsste ich mal nachfragen. Ich habe die Bändchen auch noch daheim. Ich muss mal schauen, ob dort etwas drauf ist. Und dann haben wir das. Haben wir so. Also wirklich, ich bin dann mega wenig über den Weg gelaufen. Und dann. Bin ich. Genau, ich bin mal an einem Apero, an einem Geburtstagsfest. Und ich habe dort einem zugeschaut, mit wie wenig Licht der. In Fotos Licht erzeugt. Also mit etwas längerer Beleuchtungszeit, was der rausholt und was der in dem Innenhof, wo es eigentlich eine gelbe Glühbirne hatte, wie schöne Fotos von Leuten gemacht hat. Da habe ich mit dem angefangen zu reden.
Und bin mega fasziniert gewesen und habe noch nie etwas von Blende und Verschlusszeit und ISO, keine Ahnung gehabt. Und das hat mich so fasziniert und ich weiss nicht, dass ich das Bild noch im Kopf auf seinem Display war, von dieser Frau, wo er das Foto gemacht hat. Ab dort hat mich das wie gepackt und fasziniert und ich wollte dann eigentlich eine Kamera kaufen, aber zum Foto. Ich habe das aber nicht gerade gemacht, weil es halt mega teuer war. Und ich glaube 2010 bin ich mit Viva Con Agua, den ich jetzt schon länger unterstütze, also seit etwa 2009. Das ist ein NGO, das Spendengelder für Trinkwasserprojekte in Entwicklungsländern sammelt. Bin ich am Viva Con Agua und Kaserne Basel Festival gewesen. Und der Maurin von 110 hat für Viva Con Agua dort die Videos gemacht. Ist so Lovebox ist gekommen und einfach verschiedene Bands. Und wir haben über jede Band, wir sind Helden, sind glaube ich auch noch gewesen, haben wir schnell ein kleines Portrait gemacht. Ein paar Live-Aufnahmen von der Bühne und noch ein ganz kurzes Interview. Und dann hat halt Viva Con Agua gefragt, ob jemand helfen will. Und ich habe gesagt, ja, ich helfe an Maurin. Ich hatte ihn kennt von einer Projektreise, wo ich in seiner Pfarrei geschafft habe, wo er mit der Jungmacht hat. Und habe ihn von dort schon ein bisschen kennt und habe gesagt, komm in Basel an dem Festival, hilf ich an Maurin. Und ich weiss, er hat mir eine Spiegelreflexkamera in die Hand gedrückt und hat gesagt, schau, hier ist die Zahl 2,8, das ist Blende. mit dem kannst du die Helligkeit regulieren. Da. Und Schärfe kannst du an dem Rad noch drehen. Und ich habe einfach das ganze Wochenende zuerst mal eine Kamera in der Hand hatte und mit ihm einfach dort gefilmt. Und er hat mir alles wieder, ab und zu ein bisschen selber, ab und zu hat er mir wieder etwas gezeigt. Und das war eigentlich mein Star gewesen. Und ich war so fasziniert gewesen. Wir hatten noch Kran dabei und wir haben so geiles Zeug gemacht dort. Ja, und ab dort hat es mich gepackt gehabt. Ich bin nachher auch bei Maurin im Büro die Videos schneiden, im Final Cut 6 damals noch. Wenn er ihn fragt, das ist immer noch die beste Software, die man schneiden kann. Wirklich hell begeistert. Ja, und hat dann das hier geschnitten und hat dann über dem Maurin einen Canon 60D gekauft. Vor allem zum Fotos am Anfang. Ich bin dort nachher gerade in ein Lager, habe viele Fotos gemacht und habe dann gemerkt, ja, die Kamera die kann ja auch noch easy filmen und hat dann so eigentlich einfach angefangen zu filmen. Und dann vor allem für die Jungwacht und für Viva Con Agua immer wieder kleine Videos gemacht, halt im Rahmen des Möglichen. Das erste Video war Aquablaster an der Meckerkilbe von der Jungwacht Mecken. Da haben die so eine Rutschbahn aufgestellt, wo du mit Gummibötchen im Pfarrer seinen Garten runterfahren konntest. Ich habe ein Video über das gemacht. Gibt es noch auf YouTube? Geil. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Ich habe es dir mal gezeigt. Ja. Ich habe es dir mal gezeigt. Ja, wer ist das letzte Mal in den Sinn gekommen? Und ja, dann selber einfach vor allem für die Jungwacht und Viva Con Agua Zeug gemacht und dann den Nicola getroffen am Gurten Festival. Also über den Maurin, über Viva Con Agua sind wir eigentlich. Mhm. Wie lange ist das eben auseinander, wo du eben dann deine erste Kamera gekauft hast zu dem, wo du den Nicola getroffen hast? Also ich schätze, kennen sechs. Das ist wahrscheinlich nicht so lange. Aber ich habe 2010 schätze ich meine Kamera gekauft. Nein, ein bisschen später. Also 2010 habe ich mit dem Maurin gefilmt, nachher ein bisschen später gekauft. Und wann haben wir uns getroffen? Vor 4 Jahren. Etwa 2005. Ich sage 4 Jahre sind dazwischen gewesen, wo ich die Kamera hatte. Dann? Oder und drei, vier Jahre. Und ihn getroffen habe, ja. Mhm. Wahrscheinlich jemand auch. Und eben der Nico hat viel mehr Projekte gemacht, auch mit deinen Rooftop-Concerts. Ja, die sind ja noch gewesen, genau. Die hast du auch noch gemacht. Und ich habe wirklich einfach so Sommerlager Jungwacht einfach halt ein Video gemacht. Oder ein Ferienvideo oder von den Kletterferien. So ein bisschen so Sachen. Anfangen mit Musik, Sachen probieren, mit so Einstellungen. Typische, so Travel, genau. Travel-Videos. Genau. Ich kann relativ kleine Sachen schon auch für extern anfangen machen. Also oder halb extern, aber auf jeden Fall einfach raus damit und nicht nur für mich selber. Ja, ich weiss, was du meinst. Und vielleicht auch etwas bekommen dafür. Ja, im besten Fall auch etwas dafür. Ich habe es wirklich bekommen. Eigentlich einfach für mich gemacht. Ja. Ja. Und halt einfach den Leuten sagen, ja, ich kann das und ich mache etwas für dich. Und ich weiss noch, der erste Auftrag, den wir gemacht haben für Dani, wo wir irgendwie 2.500 Franken bekommen haben, haben wir das Gefühl gehabt, hey, es ist ja unglaublich, wie viel Stutz das kannst machen ja, mit Film. Und ja, gut, wie viel, wir sind jenste Stunden dort dran gewesen. Ja. Aber es ist lustig, wie sich das alles
verändert. Ist es akkurat? Es ist im Fall nicht akkurat. Ah, nein, das erste Projekt. Feather and Stone. In der Villa. In Hofteren. Hofstetter heisst sie, glaube ich. In Hofteren. So eine uralte, antike Villa. Feather and Stone ist eine Band aus Luzern, falls man die nicht kennt. Mhm. Da haben wir zwei Live-Sessions in dieser Villa gedreht. Und dann hast du mir eben gesagt, der ist cool gewesen, komm doch bei Aquator auch noch mit. Ah, das ist möglich. Ja, und dann bin ich dir dort assistieren. Ja, das war noch nicht unter Gango schauen. Was war denn das Erste, was wir als Gango schauen gemacht haben? Das Erste als Gango schauen? Nein. Das müssen wir nachschauen. Weißt du das nicht mehr? Das weiss ich im Fall wirklich nicht mehr. Das weiss ich auch nicht. Halt eben, wie wir vorher schon... Weißt du, es könnte sein, dass das zweite Feather and Stone dann schon als Gango schauen war. Das könnte sein. Instanz sind oder ob das halt auch... Das könnte sein. Dann ist sicher noch himmelreiche Rooftop-Sessions. Ja, aber das ist halt auch so ein halb Lumberjack. Im Himmelreich habt ihr gefilmt, wo es da, also nicht Besetzung, sondern... Nein, wo einfach die Wohnung... Ja. Ja, dort hat der Nico das veranstaltet mit Lumberjack. Ah, was? Und bin ich im Fall gewesen als Gast? Wo, auf dem Dach? Ja, auf dem Dach. Gewesen. Ah ja, aber im Konzert bist du am Dach. Da bist du mein Gast. Ich weiss es eben gar nicht mehr, aber ich habe schon ein, zwei Konzerte gesehen. Das haben wir gemacht. Cool. Und wir haben die gefilmt, ja. Die Videos gibt es. Ja. Was? Musst du gucken. So, unter anderem mit Blind Butcher haben wir das Ganze gemacht. Cup North. Espion. Espion. Und Pink Spider. Genau. Ja, Pink Spider habe ich gesehen. Das ist aber dann unter dem Dach, weil es geregnet hat, glaube ich. Ja, aber ich weiß nicht, das könnte sein. So, also, es war nicht gegangen schauen. Du hast einfach gefragt, machst du mit Lumberjack, ich bin dir helfen sowieso. Und vielleicht Sweet. Sehr schönes Projekt. Oder Luzernbier. Oder Luzernerbier, das könnte auch noch sein. Ja. Ja. Luzernerbier oder so. Müssen wir mal schauen. Ja. Also wer es interessiert, sehen wir auf unsere Vimeo-Page und zurückscrollen bis zum Anfang. Ja, genau. Und uns dann bitte einen Kommentar schreiben, glaub, was das allererste sweet. Video ist. Ja. Da ist jemand informiert. Ja, ist nicht so ein schlechter Start, finde ich. Ja, ist nicht der schlechte Start. Nein. Die Musik ist vor allem Wahnsinn. Das ist super, ja. Ja. Ja, cool, spannend zu hören, mega. Wie alle zu dem gekommen sind. Und vor allem ist es noch witzig, dass in dem Fall der Maurin so ein bisschen unser Förderer ist. Ja, indirekt. Das Lustige ist ja eigentlich, dass ich auch über den Maurin zwei Eigentlich müssten wir den Maurin da holen. Danke, Maurin. Danke vielmals. Maurin, du wirst eingeladen. Falls du das jemals wirst hören, das Podcast, dann danke vielmals. Ja, und jetzt eigentlich nochmal, dass wir quasi Untermieter sind von 110 und so auch recht viel profitieren. Ja, ist mega schön so. Voll gut. Mhm. Also, Maurin, ich schreibe ihn als Gast auf für eines der nächsten Podcasts. Wo wir mir heute noch gesagt haben, er steht nicht gerne im Rampenlicht. Mal schauen, ob wir ihn dann da hinbringen. Sagen einfach, Kamera läuft nicht. Kamera läuft nicht. Ton ist easy. Ja. Wir sind schon seit 47 Minuten am Reden. Und ich habe relativ viel geplant für die Stunde. Mal schauen, ob wir das alles reinbringen. Das ist jetzt halt vielleicht etwas länger. Ihr habt mir eine Liste geschrieben, was eure Lieblingsfilme sind. Oder zumindest eine Auswahl von euren Lieblingsfilmen. Ja, wenn wir schon die ganze Zeit von Filmen redet und selber ein Filmbude sind, dann macht es ja wie Sinn, dass wir das Fenster ist noch offen. Sorry für den, wird wahrscheinlich nicht der letzte Zug sein, den wir gehört auf dem Podcast. Wahrscheinlich haben wir schon ein paar gehört und es ist uns nicht aufgefallen. Genau. Es fahren so viele Züge, das ist eine Konstante drin. Das macht überhaupt gar nicht. Lieblingsfilm oder Film, die euch inspiriert haben oder besonders gut dunkelt. Ich habe eine Liste ausgedruckt, damit man sie nicht muss, im Kopf behalten muss. Juhui! Jetzt sind wir ja gespannt. Vor allem habe ich keine Ahnung, was man gerade erwartet. Oder? Ja, das weiss ich auch nicht. Ich finde es mega schwierig noch, eben so 5 bis 10 Filme halt wirklich zu sagen, dass das die Lieblingsfilme sind. Weil ja, es gibt so viele Filme, als Kind hat man vielleicht eine andere Perspektive auf Filme gehabt, als Jugendliche, jetzt als Erwachsene. Aber ist ja wirklich schön, wenn man Auswahl hat. Der Zeitpunkt, wenn man den Film das erste Mal sieht, spielt auch eine hohe Rolle, wie man ihn findet. Oder mit wem oder wo, absolut, ja. Aber trotzdem. Die ist ja nicht in Stein gemeißelt, die Liste. Nein, und die kann man ja dann einmal auch wieder mal ergänzen in einem anderen Podcast. Das ist ja überhaupt gar kein Problem.
Stella, welche Filme sind von dir da drauf? Soll ich die jetzt einfach so vorlesen? Ja, am besten sagst du mal, und wenn uns etwas einfällt, dann hängen wir ein. Dann habe ich aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, wo ich so anfange. Also, Interstellar, The Great. Ja, finde ich auch super, muss ich auch einhängen. Erinnert mich mega an 2001 von Stanley Kubrick. Mhm. Ah, 2001. Ah, oh, da habe ich aber. Da musst du mal schauen, wenn du Interstellar gut findest, dann find ich, erkennst du mega viel vom Interstellar wieder im 2001. Okay. Wo eigentlich auch auf meiner Liste wäre, aber da ich nicht draufgeschrieben habe, einfach einen anderen Film von Kubrick getroffen. Voll easy. Ja, nein, der Fall 2001, merke ich mir. Also, musst du. Der Prestige habe ich auch eigentlich aufgeschrieben, der kommt aber auch vom Jonas. Ja, da haben wir ein Match gehabt. Mhm. The Great Gatsby. Finde ich auch mega cool. Dann The Perks of Being a Wallflower. Hunger Games. Dort war noch die Frage, welche? Das Eis. Das Eis. Mhm. Finde ich auch der beste. Mhm. Dunkirk. The Fault in, the in Our Stars. Ja, das wären so die paar, die ich jetzt aufgeschrieben habe von dieser Liste. Ich habe The Fault in Our Stars nicht gesehen und The Perks of Being a Wallflower. Sind auch beides eher tendenziell, ja, so ein bisschen, wie man so schön sagt, Frauengeschichten. Okay. Was ist denn eine Frauengeschichte? Ja, oh. Ja, der Alte. Es ist nicht mega actionreich. Also The Perks of Being a Wallflower geht es eigentlich um einen Bub, um einen Jugendlichen. Dem sein beste Freund ist gestorben und es geht ein bisschen um, also man checkt das gar nicht eigentlich im Film, es geht eigentlich um seine Verarbeitung von dem Freund, der gestorben ist, checkt man nie bis am Schluss einig. Also ich habe den Film etwa 5-mal gesehen und ich habe das nicht mal richtig verstanden, was ich eigentlich noch spannender finde. Und halt irgendwie, dort, wo ich das erste Mal gesehen habe, es hat alles irgendwie so gestimmt. Der Film ist mir einfach mega fest im Kopf und ich schaue den mega gerne. Es ist so ein Film, wo ich wie die ganze Zeit kann wieder schauen kann. Also am Abend, wo ich nicht weiss, welcher Film. Perks of Being a Wallflower. Okay. Ja, das ist schön. Frage, hast du das Buch gelesen? Nein. Hast du nicht gelesen? Also von was man Perks of Being, nein. Hast du das gelesen? Nein, aber meine Freundin hat gefragt, ich habe ihr die Liste gezeigt. Ah. Sie hat gefragt, ob du das Buch gelesen hast, nein, weil es ist anscheinend Weltklasse. Okay. Ja. Mhm. Es ist immer auch entspannend, eben Buch, Film ist auch immer so ein Ding, oder? Wie wird denn der Film umgesetzt, was wird weggelassen? Oder? Das ist ein neues Podcast-Thema. Die beste Buchverfilmung. Wow. Ja, stimmt, ja. Hä? Buch haben. Habt ihr da einen Film drauf, wo ihr das Buch gelesen habt? Hunger Games. Ja. Fast kein Filmsbuch gelesen. Ich auch nicht. Weil wenn, ich weiß auch nicht, dann habe ich entweder habe ich das Buch gelesen und ich finde es super, dann wollte ich den Film wie nicht so sehen dazu. Mhm. Das Einzige, was ich das gemacht habe, war bei Herr der Ringe. Mhm. Und beim Es von Stephen King. Das sind die zwei einzigen Bücher, die ich glaube, Buch und Film gesehen und Hobbit. Aber sonst, wenn ich es schon mal gesehen habe, dann interessiert ich es mich halt nicht. So mega viel, ich hatte mega eine Phase, wo ich etwa so 16 war, wo ich mega viele Bücher gelesen habe, wie Hunger Games oder sogar von 14 bis 16 Hunger Games. So die Bestimmung, halt alles so ein bisschen Science-Fiction-mässige Bücher, und die wo dann auch nachher verfilmt worden sind oder parallel verfilmt. Also ich habe das Buch erst gelesen und dann ist der erste Film rausgekommen und dann ich wie, oder es ist mega oft so gewesen, dass ich den ersten Film gesehen habe und ich wollte wissen, wie es weitergeht. Dann habe ich Bücher angefangen. Und das ist dann halt immer wie so ein Kombi zwischen Buch lesen und Film schauen. Das war mir auch so. Ich habe Herr Ringe nur gelesen, weil ich den ersten Film gesehen habe. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe den ersten Film gesehen und wollte wissen, wie es weitergeht. Aber der zweite Teil ist erst ein Jahr später ins Kino gekommen. Also es war die einzige Möglichkeit, um die Geschichte fertig zu haben, vorher, indem das Buch lese. Genau. Geht mir auch so. Ich habe Harry Potter gelesen und habe bis heute nicht einen Film geschaut. Ich auch nicht, aber ich weiss zum Beispiel auch nicht, wie der Hagrid aussieht, und ich will es gar nicht wissen, weil ich stelle den mir so geil vor. Er ist aber auch recht. Ich habe jetzt aber kürzlich
doch vorgenommen. Ich glaube, ich schaue sie mal noch. Einfach, weil es mich ein bisschen interessiert. Ihr habt beide nicht? Nein, ich habe vielleicht einen habe ich glaube gesehen. Ich weiß nicht, welchen. Aber ich habe einfach auch alle Bücher gelesen. Mhm. Nein, dort habe ich nicht. Dann kann ich lieber mal so einen Live-Quidditch-Match schauen. Das würde ich ja nicht. welche Filme sind von dir? Von mir sind da die aber auf dieser Liste. 7, das ist, wenn ich muss einen Lieblingsfilm sagen, einfach einer rauskommt immer gerade 7. Das ist für mich das absolute Meisterwerk und glaube das grösste Aha-Erlebnis in einem Film. Ich habe Ego im Bündnerland in der Skiferien mit einem Kollegen geschaut, mitten in der Nacht, so in einem so ein schmuddeliges Häuschen haben wir gehabt. Also ich war jung, seine Mutter war auch noch da, wir waren mit ihr in der Ferien. Und ich habe den Film geschaut und am Ende jetzt, das ist für mich ein Meisterwerk. Da gibt es nichts, was da reinkommt. Einfach Weltklasse. 7, David Fincher sowieso. Ist noch das zweite Mal auf der Liste. Legende, Regisseur. Einfach gut, was er macht. Auch nachher mit der Farbgebung in den Filmen und so weiter. Hure gut. Geile Moods drin, dann Entouchables kann ich auch schnell rausholen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Hast du noch nie gesehen? Ich habe beide noch nie gesehen. Ich oute mich gerade. Ziemlich beste Freunde auf Deutsch. Der Omar Sy, der Rolle als der schwarze Pfleger von ihm, der vom Kopf ab gelähmt ist. Ey, meine Mutter, es ist eben witzig, ich bin am Sonntag, als ich noch daheim gewohnt habe, hat meine Mutter gesagt, schaust du jetzt mit mir den Film heute am 8. Uhr am Abend auf SRF oder so. Und ich so, nein, jetzt kommt irgendetwas, Komödie, was auch immer. Ey, und ich bin meiner Mutter so dankbar, dass sie mich sozusagen vor den Fernseher gezwungen hat. Mega schöner Film, halb brüllen, halb lachen, also es ist wirklich... Gut. Ich habe das Gefühl, der Film hat schon mega die Magie, aber ich glaube, ich habe die Magie ein bisschen verkackt. Also ich habe die Magie ein bisschen verkackt. Ja, das liegt an mir, dass ich den Film nicht so geil finde. Weil, also ich habe das ganz erste Mal habe ich nur so einen Teilausschnitt gesehen und da bin ich so jung gewesen, also wirklich irgendwie 8 und das hat mich... Keine Ahnung, es ist so, es läuft im Fernsehen, tschüss, ich gehe wieder. Und dann, vor etwa genau einem Jahr, hatte ich ihn ein zweites Mal gesehen. Aber ich habe ihn im falschen Moment gesehen, weil ich bin so verkatert war. Das war in Australien. Da haben wir den schauen. Irgendwie eben um 12 Uhr, weil wir nichts mehr aus dem Tag haben irgendwie können machen. Dann bin ich vor dem Fernseher gewesen, sind wir irgendwie zu dritt vor dem Fernseher gewesen und ich bin etwa noch 15 Minuten eingeschlafen. Hey, ich lege dir das ans Herz, schau dir noch einmal. Probier, gib dem noch eine Chance. Schluss habe ich dann auch noch einmal gesehen, aber es ist wie so. Gib dem noch mal eine Chance, dem Film. The Danish Girl. Habe ich auch nie gesehen. Einer von den ersten Transgender-Fällen. So um 1930 oder so. Ja, mega schöne Bilder. Es wird dir vom Licht gefallen. The Prestige habe ich auch drauf. Habe ich auch nicht gesehen. Ich habe keine Nein! Ja, du hast so eine kleine Liste, die noch schauen willst. Ja. Dann kannst du die ein paar auch noch drauf nehmen. Ist umso schöner auch, eben, wenn ihr jetzt daheim am Hören seid. Nolan, oder? Ja. Wenn ihr daheim am Hören seid und euch einen interessiert, schaut nicht den Trailer, sondern steigt einfach in Film ein. Um noch wieder den Kreis schliessen, um vorher sich auf etwas einzulassen. Gone Girl. Habe ich gesehen, super. Finde ich auch mega geil. Super geil. Inception. Shutter Island habe ich aber noch nie geschaut. Habe ich auch nicht gesehen. Der einzige, wo mit dem DiCaprio. Ist halt auch so ein bisschen thrillermässig. Aber ich halt gerne Filme, wenn du denkst, jetzt habe ich es kapiert und dann macht es einfach nochmal eine 180-Grad-Wende. Finde ich mega geil. Ja, das sind Filme... Von mir auf dieser Liste. Mhm. Nicola? Aber ich habe euch noch die Liste durchgeschickt. Ich habe 40 Lieblingsfilme. Haben mich da beschränkt. Das war nicht die Aufgabe. Ich habe mich da beschränkt auf 5. Ich habe dafür jetzt da nur 5 und nicht beschissen. Und also. Mehr drauf. Herr der Ringe. Eigentlich alle 3 zusammen. Aber wenn halt einen musst nehmen, dann halt das 1. Ich habe den im Kino gesehen. Das ist einfach alles geil an dem Film. Und die Musik ist süberst. Nein, bin ich in dem Kino gesessen und bin völlig abgetaucht in das Mittelerde. Ja, aber so muss es sein. Nachher nicht mehr losgelassen.
alle Bücher gelesen. Und ich habe das Gefühl, es gibt so mehrere Arten von Filmen, eben so die Fantasy-Filme, die dich irgendwie so völlig in eine neue Welt hineinziehen. Finde ich mega geil, aber ich finde es eben auch, ich finde auch realistische Filme, finde ich in dem Sinn auch mega cool, aber ich liebe auch wirklich so Fantasy-Filme. Mhm. Ich habe das Gefühl, es gibt viele Leute, die das nicht so feiern. Nein. Aber, mhm. aber ich finde, man kann immer das Fantasy ein bisschen beiseite lassen. Dann, ich finde, es eben Herr Ringe, ich kann schon sagen, ja, es ist eine Abenteuergeschichte und es geht um Freundschaft. Oder so. Es geht ja schlussendlich nicht nur um Fantasy, genau, und, sondern und es ist die Location ist urgeil, aber könntest du austauschen. Oder das ist auch die Diskussion, die ich immer mit dir habe über Game of Thrones. Ich meine, das ist eigentlich ein Polit-Thriller. Und wenn es nicht würdest, in das Mittelalter-Setting, Fantasy-Setting setzen, sondern in New York, dann könntest du es genau mehr oder weniger die gleiche Geschichte machen. Dann habe ich Clockwork Orange drauf, einfach stellvertretend für Stanley Kubrick, wo ich ein paar Filme sehr geil finde. Pulp Fiction, weil ich Tarantino recht cool finde. ist auch stellvertretend. Für Tarantino. Gleichige ist mit Moonrise Kingdom, Wes Anderson Film. Wes Anderson feiere ich auch anders. Und ich habe einfach einen Film wollen auch. Es musste kommen, irgendein Wes Anderson. Und den finde ich einfach mega herzig, mega schön mit dem Teenager-Liebesdrama, wo eigentlich in dieser Geschichte so ein bisschen den Rotfaden gibt. Mhm. Und noch Amelie, den finde ich auch mega schön. Ich bin ein bisschen verliebt in Audrey, Tautou. Und auch mit dem Musik. Musik ist mega schön und er ist so speziell gemacht. Und er ist mega, also ich hatte auch irgendwie das erste Mal gesehen, als ich irgendwie mega 10, also recht jung war. Und ich bin nicht rausgekommen, ich war einfach verwirrt. Das ist einfach ein bisschen, ja, ich habe einfach etwas jetzt immer noch etwas mega abgespaced im Kopf, obwohl es vielleicht unterdessen für mich gar nicht mehr so komisch wäre. Aber dort habe ich es so komisch gefunden, die Geschichte. Ja, eben, aber es gibt, aber ich glaube, das kann man ein anderes Mal weitermachen. Wenn ihr einen von diesen Filmen könntet aus eurem Kopf löschen und nochmal schauen, welcher wäre es? Ich glaube... Also ich, bei mir wäre es 7. Ich würde das am liebsten nochmal so erleben, wie ich es beim ersten Mal schauen erlebt habe. Ich würde entweder Pulp Fiction oder Herr der Ringe. Pulp Fiction, weil es von der Geschichte her so verwirrt ist. Anders. Der ist sehr geil. Und Herr Ring einfach aus praktischen Gründen, weil es wahrscheinlich der längste ist von all denen. Und es alles Lieblingsfilm sind. Und ich könnte einen Film noch einmal schauen, dann der längste. Schlau. Ich glaube, es bei mir wäre es The Great Gatsby. Den habe ich mal gesehen im Flugzeug und ich habe ihn nicht so geil gefunden. Aber vielleicht ist es auch schon bei der vierte Film nacheinander gewesen, im Flug. Ich weiss eben, als ich das zweite Mal oder das dritte Mal geschaut habe, hat er mich schon weniger berührt. Aber das erste Mal, als ich geschaut habe, das ist wie, also ich habe es so krass. Also eben, ich habe mega viel in dieser Geschichte gesehen. Ich keine Ahnung, ich sehe mega viel in dem, wo du eben vielleicht mega unspektakulär gefunden hast. Er ist super gemacht, aber mich hat die Geschichte nicht so interessiert. Was ist der Film, den wir am meisten gesehen haben? Das muss nicht auf dieser Liste sein. Aber der Film, den wir am meisten gesehen haben in unserem Leben wahrscheinlich. Was für eine Frage! also nein, einer, den ich wirklich am meisten gesehen habe auf dieser Liste, ist der Perks. Das muss nicht auf dieser Liste sein. Ja, aber sonst kann ich es nicht so genau sagen. Ja, ich muss passen. Keine Ahnung. Also ich weiss einfach, The Perks of Being a Wallflower habe ich sicher etwa 6 Mal gesehen. Okay. Vielleicht irgendein Kevin allein in New York oder so, wo früher etwa jedes Jahr einmal geschaut hast oder so. Kevin allein, ja, so einen. Und bei mir wäre es glaube ich vielleicht Ace Ventura 2 oder so, wo ich wahrscheinlich auch schon 15 Mal gesehen habe. Sinn. Drei Nüsse für Aschenbrödel. Wow, ja, weil stimmt. Weil meine Mutter den jedes Jahr geschaut hat und ich habe immer mitgeschaut. Jetzt weiss ich, was ich mega... So Disney-Filme früher habe ich schon ein paar recht oft gesehen. Oh, das ist auch ein Thema für das Podcast. Disney-Film. Wow. Vor allem jetzt mit all diesen Neuverfilmungen wieder. Ob es das bringt, liebes Original oder die Neuverfilmung. Ja, danke für eure Liste und eure besten Filme. Sehr spannend, wir wissen, dass wir diese Liste eigentlich noch verlängern könnten und machen wir wahrscheinlich auch in einem nächsten Podcast. Aber ich würde sagen, das wäre es für das erste Mal vom allerersten
Gangolose Podcast. Merci Jonas, merci Stella fürs Mitmachen und eure Zeit. Und danke allen, die zugelassen haben und zugeschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns doch auf entweder YouTube oder iTunes, wo man das Podcast wird finden. Hinterlasst einen Kommentar, bewertet und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder nächste Woche für das nächste Podcast. Und merci dir, Nicola. Danke. Für die gute Gesprächsrunde. Hey, ciao. Tschüss zusammen. Tschüss. Adios. Soll ich wirklich so hin? Nein, ja, sie hat es mir verboten. Nein. Ich darf nicht mehr. Also, das ist gerade das Thema. Hey, wie ist ruhig. Lip. Ich so, manchmal nach dem Essen einfach Lip. So geil. Gut. Also, ja. Ist das so gut für euch? Ja, also, ja. Versuchen wir es mal.